So, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Minecraft. Ich habe heute einen Gast neben mir sitzen. Sag mal hallo. Hallo, ich bin der Alex. Auf YouTube auch noch. Er ist auch auf YouTube etwas aktiv. Und ich sag jetzt nicht seinen Namen. Und wir wollen das jetzt mal zusammenspielen und mal sehen, ob das dann mehr Spaß macht oder vielleicht auch weniger. Mal sehen. Und bei einem Video hat er mich einen kritisiert. Da war mein Mikrofon falsch eingestellt und hat man dann immer so gehört, so. Und er hat das einmal in der Schulkantine gesagt und da habe ich ihm auf die Hand geklopft und da hat er sich den Kaffee über den Schoß geschüttet. Ja, muss ich mir jetzt merken. Keine Kritik, sonst Kaffee im Genick. Nein, jetzt kein Kaffee im Genick, sondern Cola. Ja, meinetwegen. Können wir mal anfangen? Wir fangen jetzt an, hier Einzelspieler und Let's Play. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich habe mein Skin noch nicht geändert. Scheiße. Ich habe ein kleines Selbsttexturenpack erstellt, hier mit besseren Fenstern. Und ich habe noch die Redstone-Lampe etwas umgeändert. Das fällt aber jetzt hier nicht so ins Gewicht. Und ich finde das Glas so eigentlich viel schöner. Und der Creeper bestimmt auch. Wow. Ja, und der kommt jetzt auch mit drauf. Ah, leider nicht. Schade. Da habe ich mich jetzt etwas erschrocken. Und wir waren hier, wir hatten hier umgebaut. Es ist ja jetzt schon wieder eine Woche her. Und wir hatten hier ein bisschen Krempel. Glas damit. Ja, also im Nachhinein, als ich die Videos angeschaut habe, habe ich gedacht, du hättest doch aus dem Glas auch Scheiben machen können. Dann hätten wir nicht so viel Glas gebraucht. Naja, ist jetzt etwas zu spät. Und die Musik, glaube ich, dürfte eigentlich nicht zu laut sein. Ach Mensch, vergessen. Was wollte ich tun? Ja, was wollten wir eigentlich als nächstes tun? Wollten wir vielleicht die Gegend da hinten ein bisschen erkunden oder hier? Was meinst du denn? Ich persönlich würde jetzt etwas meinen, da wir noch nicht so viel Eisen haben. Okay. Und dann vielleicht etwas, was darüber? Darüber meinen gehen? Nein, hier meinen und darüber, da drüben etwas erkunden. Okay, dann nehme ich hier jetzt noch ein bisschen Pflasterstein mit. Und etwas Holz und ein Sticky. Dann noch Kohle. Was ist das? Das ist Kohle und das ist Holzkohle. Nehme ich mal die richtige Kohle mit. Eine Schaufel wäre auch nicht schlecht oder zwei. Dann machen wir uns gleich noch ein Schwert. Etwas Proviant. Nehmen wir auch mit. Ich höre, das ist mehr nicht gebraten. Ja, mehr. Ja, das hier noch. Da müssen wir eine Kohle verschwenden. Dann nehme ich dazu eine Holzkohle, damit wir die auch mal loswerden. Warum nur eine? Dann nehme ich hier noch Holz mit. Dann nehme ich die Axt mit, falls wir auf Minenschächte treten. Da gibt es ja auch Holz. Das habe ich in der anderen Welt nicht beachtet. Da habe ich das einfach vergessen. Dann mache ich mir sicher. Die zweite Axt ist vielleicht ein bisschen Platz wahrscheinlich noch nicht. Nein. Und ich mache mir auch noch hier, nämlich mache ich mir eine Metallspitzhacke. Und Fackel nehme ich mit. Sonst hier noch etwas. Ja, ein Schwert machen wir uns dann auch sofort. Und weil wir so geizig sind, also Stein. So. Und falls ihr es wollt, kann ich dieses Texturenpack auch zum Download freigeben. Aber nur wenn ihr es wollt. So. Ich mach mal. Ach. Nein. So. Jetzt hier noch. Menschen in die Öfen. So. So. Mache ich hier ganz schnell mal drei Spitzhacken. So, und wir könnten auch theoretisch ein weiteres Schwert machen. So, das sortieren wir jetzt hier ein bisschen. Schwert und Fackel als erstes. Dann die Spitzhacke, dann Schaufel und dann Axt. Das können wir nicht so wechseln. Ja. So, dann können wir die aber... Ja, ich weiß, das kostet jetzt etwas Zeit, aber... Naja. So,
Ach ja, die Metallspitzhacke. Es ist eigentlich ein bisschen unpraktisch, mehr Werkzeug mitzunehmen, als in die untere Inventarleiste passt. Das ist schon ein bisschen wenig, was wir da rausbekommen. Dann mache ich hier noch ein paar Fackeln. So, dann das Essen auch noch hier hin. Die Kohle brauchen wir nicht unbedingt unten. Das Schwert mache ich mal darüber. Dann ein bisschen Erde. Ja, das hat mein lieber Gast auch kritisiert in den anderen Videos. Das ist jetzt nicht schlimm, aber ein paar Blöcke zum Rüberbauen sind immer schön. Naja, wenn wir Kuppel abbauen, ist es sowieso sofort Material vorhanden. Und aber Kuppel dauert länger. Ja, wir haben ja auch Spitzhacken und Kuppel werden wir sowieso brauchen. So, wie sieht das? Die Sonne, die steht so. Naja. Macht ja nichts, wenn wir meinen gehen. Der Creeper da unten. Du bräuchtest übrigens noch einen Notausstieg. Wenn der überhaupt noch da ist, der Creeper. Wir könnten jetzt theoretisch da rausgehen und sofort weglaufen. Also wenn wenn ich mir die KI nochmal durch den Kopf gehen lasse, die neue. Also ich würde mich vor Creepern und überhaupt jetzt Monstern mehr in Acht nehmen. Weil ich hatte schon ein paar im Kreativwelten das schon ein bisschen ausprobiert. Naja, guter Anfang. So, ich gehe jetzt nur den schauen, wo er da ist. Wo? Du gehst ihn jetzt noch suchen. Aha. Ja, ich gehe ihn jetzt suchen, damit wir, wenn wir. Shit, hör mal auf. Dass wenn wir nachher da hochgehen, dass er uns dann nicht aus Versehen in die Luft sprengt. Dass wir wenigstens darauf gefasst sind, dass etwas explodieren könnte. Naja. Also, wo wollten wir mal gehen? Da drin? Das ist eigentlich ziemlich egal. Ich würde. Ja, das ist am nächsten. Ich weiß jetzt nicht, ob der Creeper vielleicht da drin ist. Mal sehen, das sehen wir ja gleich. Eine Schlucht hast du bis jetzt noch nicht gefunden, oder? Nein, ich war jetzt bis jetzt hier gar nicht in Höhlen, außer hier. Also Höhle. Ja, künstliche Höhle. Und damit der Creeper auch nicht uns jetzt hinterherkommt, baue ich jetzt hier ganz kurz. Die Tür ist vielleicht praktisch gewesen. So. Ja, das geht. Und da kommt Spinnen auch ganz schön gut durch. Und dann hier Fackeln. So. Und dann jetzt mache ich jetzt hier meinen Drehwurm. So, das wird jetzt ein wenig langweilig, wenn wir uns hier runterbuddeln. Aber so kommen wir sehr schnell an Höhlen, falls welche unter uns sind. So. Mit einem Schacht werden wir etwas schneller, nicht? Und da haben wir schon Kohle. Yeah. Ja. Das ist und eine Höhle. Alles klar. Das ist ja dann schon mal sehr gut für den Anfang, wenn wir eine Höhle brauchen. Sind Höhlen in der Umgebung ja nicht schlecht. Glücklicherweise. So, jetzt hier abbauen. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, bitte nimmt es mir nicht übel, wenn ich mal an einem Wochenende keine Folgen release, denn mein Rechner hat jetzt in ungefähr 17 Stunden bei einem. Da habe ich 4 Videos hochgeladen und der hat in 17 Stunden bei einem Video 60% oder so. Und die anderen dann bei 30 und dann. Also ein anderes dann bei 30 und die anderen 2 bei 15 in der Nähe. Also ich müsste theoretisch ja 7 Folgen übers Wochenende hochladen. Oder ich könnte auch versuchen, morgens, wenn ich aufgestanden bin, eine Folge hochzuladen. Naja, mal sehen. So, hier waren wir runtergekommen, dann. Daran, hier ran. Ja. Okay, so. So, hier weiter runter. Okay, da sind unser Kohlekeller. Ach, da können wir auch ausleuchten, übrigens. So. Also, ich persönlich würde jetzt nach einem Zombie suchen. Also nach einem Gestöhne. Und die Spinne ist ja auch in der Nähe. Die sind, glaub. Moment, ich.
versuche jetzt hier ein bisschen. Ich drehe hier nur mal kurz den Musiksound runter, damit ich mich besser. So. Ja, es geht schon. Es ist etwas weniger Musik, etwas weniger. Die sind auf rechts, würde ich sagen. Moment, dann mache ich die Musik ganz schnell wieder laut. Also ich finde, du könntest sie... Wir hätten auch pausieren können, das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Jetzt hier mit der Play-Pause-Taste. Ja, sie passt sowieso auch nicht so gut zu der Höhle. Sollten wir auch ein paar verschiedene Playlists erstellen. Ja, aber das Problem ist nur, ich habe nicht so viele Lieder, die irgendwie da reinpassen könnte. Ich spiele auch nicht so viele Spiele. Das heißt, ich habe nicht so viel Möglichkeit, irgendwie Game-Musik zu beschaffen. Und die sind irgendwie hier so. Ja, du musst dann auf YouTube das cool umsuchen. So. Wieder Kohle. Und die Spinne ist auf links. Auf links geradeaus irgendwie in der Art. Naja, ich hoffe, meine Lautsprecher sind richtig kalibriert. Also, nein, wir kommen schon näher. Ja, klar. Wow, also das hört sich für mich so an, als wäre das direkt hier hinter der Wand. Oder hier. Ich würde es etwa unter uns schätzen, etwa 5 Meter unter uns. Dann werden wir uns gleich einen Aufstieg bauen, wo wir dann runterkommen. Und ja, ich hoffe, es entstehen nicht so viele Nebengeräusche jetzt von Autos und so auf der Straße. Es ist ja Samstag. Das müsste ja theoretisch sich etwas in Grenzen halten. So Samstag gegen 10 nach 3. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie lange wir aufnehmen. Ich glaube, wir nehmen 5 Minuten auf oder so. Okay, das wäre etwas länger. Naja. Warte, Moment. Ich gehe ganz kurz mal etwas holen. Okay. Währenddessen übernehme ich hier mal die Steuerung. Muss man das hier rumgreifen. So. So. Ja, jetzt ist eine Maus zum Schlagen. Natürlich. Klar. Naja. Mal sehen, ob wir hier auf irgendwas stoßen. Also, ich glaube, wir kommen der Spinne näher. Doch nicht. Ich glaube, es sind zwei Spinnen. So, Moment, jetzt könnte gleich ein System-Sound erscheinen. Gerät wurde gefunden. Natürlich. Cool. Ich habe jetzt hier mal ein iPod angehängt mit der Stoppuhr, damit wir sehen können, wie lange die aufnehmen. Ich hoffe, die läuft auch weiter, wenn ich den Bildschirm ausmache. Die läuft bei 30 Sekunden. Ich schieb's nicht. Okay, die läuft weiter. Ja, dann schaue ich mal ein bisschen zu. Ja. Cool. Also die Spinne und der Zombie sind nicht mehr da. Als ich jedenfalls war. Gerät wurde gefunden. Ja, alles hier wieder. Gut. Wer ist hier? Also es sind eigentlich zwei Spinnen. Oh. Also wir brauchen eindeutig mehr Musik und Eisen.